Ein Krimi für die Weinwelt ereignete sich eines Nachts hier, im Herrgottsacker zu Deidesheim. 3000 Flaschen Edelwein sollten entstehen, von diesen Spätburgundertrauben aus einem der besten Weinberge der Pfalz. Gestimmt für die edelsten Eichenfässer. Vorgesehen für sorgfältigste Auslese von Hand, wurden sie barbarisch bei Nacht und Nebel abgerissen von einem mächtigen Vollernter. Geschätzte 100.000 Euro verschwanden im Bauch der gefräßigen Maschine. Bis heute sind die Dunkelmänner unbekannt. Eine unerhörte Freveltat. Und sogar in Asien und Amerika schrieb man darüber. Malaysia und Australien haben ja Leute Artikel geschickt. Also so ein bisschen Hollywood war das schon. Hat dann natürlich auch große Aufmerksamkeit für Deidesheim gebracht und für die ganze Destination, wenn das so hohe Wellen schlägt, dass so die New York Times darüber berichtet. Wenn ich die Traube abgemacht hätte, dann sind die Geifer mich. Aber der nicht. Und wer war das? Kein Mensch will das. Irgendein Fiesling klaut Raube und am Schluss haben andere noch in der Welt gesetzt. Wir haben es selbst organisiert. Ich meine, so blöd kann kein normaler Mensch sein, dass er sowas selbst organisiert. Lange schon ist Deidesheim bekannt als einer der legendären Weinorte Deutschlands mit traditionsreichen Weingütern und immer schon besonderen Gästen. Deidesheim ist für uns das schönste Dorf hier in der Pfalz. Wir kommen sehr gerne her, der Wein ist sehr gut, die Leute sind immer schön. Die Leute sind manchmal schön und oft Deluxe. Und sie kommen für die berühmten Weine. Es ist bodenständig und trotzdem Deluxe, beides. Und es hat die besten Weine in der Pfalz und die beste Gastronomie. Exklusive Hotels in altem Gemäuer, alles mondän. Mein Eindruck ist, dass Deidesheim wirklich das Highlight in der Pfalz ist. Ne? Gerade so ein bisschen the place to be. Wo man hin muss und gesehen werden will, am liebsten im Luxusauto. Brauchen sich nur mal am Freitagnachmittag hier ans Fenster zu stellen. Was hier einfährt an Limousinen. Wir sehen hier die tollsten Limousinen, die es gibt auf diesem Planeten. Und die tollsten Hochzeiten. Für die tollsten Brautpaare. Gerne im tollen Ketschauer Hof gefeiert, dem exklusiven Boutique-Hotel von Deidesheim. Magisches Ereignis, magische Stadt. Das ist immer ein kleines Urlaubsfeeling. Insofern passt es. Es ist wirklich sehr schön hier. Es ist wie in der Toskana. Seit 620 Jahren hat Deidesheim Stadtrechte. Und es ist das mediterranste Städtchen der Pfalz, wo Zitronen blühen und Feigen wachsen. Im Westen der Pfälzer Wald, im Osten die Rheinebene und mittendrin das stolze Deidesheim mit Weinlagen, die einst die ganze Welt kannte. Für sie, die hier leben, noch immer ein beschauliches Winzerörtchen. Aber Weingüter wie von Winning ziehen Besucher aus der ganzen Welt an. Ein Unternehmer aus der Werbewirtschaft hatte es gekauft und die verstaubte Marke Dr. Deinhardt sogleich umgetauft in den ursprünglichen und edlen Namen von Winning. Mit dem neuen Gutsverwalter und seiner Mannschaft wurden sie in Rekordzeit Aufsteiger des Jahres für die großen Weinführer. Stefan Attmann ist ein Begeisterter, ein Weinverrückter, der seine Weinberge kennt und liebt, wie andere ihre Kinder. Und der auch mal aufs Dach steigt, um sie zu zeigen. Hier oben ist die Michaelskapelle, unten drunter haben sie alte Terrasse, die werden noch ohne Traktor gemacht vom Herrgottsacker. Darunter ist dann Kieselberg und die Mäushöhle. Hier vor uns, das ist der Kreinhügel, das Plateau heißt Kalkofen. Diesen Wald, den Sie hier sehen, dieser Wald hält uns Wetter ab. Wenn ein Regengebiet kommt, hat es im Pfälzer Wald abgeregnet, nimmt einen Schwung über diesen Wald weg, regnet hier nicht ab und in der Rheinebene oder in Mannheim oder am Oderwald regnet es wieder, da regnet es weiter. Hier ist eine Regenlücke. Also was ganz Entscheidendes ist dieser Wald. Wenn Sie den abholzen, dann ist rum mit dem Charakter dieser Weine.
Die Hart nennt man den Rand des Pfälzerwald. Und dort liegen diese berühmten Weinberge von Deidesheim und Forst. Dem Weingut von Winning gehören Weltklasse-Lagen mit klangvollen Namen wie Ungeheuer, Pechstein, Kirchenstück oder Herrgottsacker. Eben jener berühmte Wingert, in dem der schändliche Traubenklau geschah. Moritz, noch einmal bitte. Hier draußen ist Andreas Jaillet der Chef. Er bestimmt, was und wo angebaut und wann gelesen wird. Und die guten Lagen natürlich nur von Hand. Ja, das ist praktisch die High Society Lage, die man sagt hier, eigentlich die kann man nur ererben, also kaufen kann man es nicht, weil es gibt nichts auf dem Markt, wo da zum Kaufen wäre. Eigentlich. Und das sind eigentlich praktisch um eine immense Summe. Also wir reden da zum Teil über praktisch Werte vom Bauplatz an sich, was so tolle Lage kostet. Ganz unverkennbar aus dem Schwabenland kam er in die Pfalz. Eigentlich ein Zusammenprall der Kulturen. Aber die Einbürgerung geht hier ganz schnell. Mir ist praktisch eigentlich gleich mittendrin. Eigentlich, wir kennen jeden. Eigentlich, also in den 8 Jahren, wo ich jetzt praktisch hier bin in der Pfalz, also ich kenne wahrscheinlich bedeutend mehr Leute, eigentlich, wie ich in Württemberg früher mal je kennt habe. Weinlese und Mittagspause um 1900. So viel hat sich gar nicht verändert. Auch heute wird wieder von Hand gelesen. Das ist die Voraussetzung für einen großen Wein. Und natürlich erwarten das auch die Kunden. Strengste Selektion im Weinberg, keine Tricks im Keller. Das Terroir muss spürbar sein. Also Boden, Sonne, Klima und natürlich die Handschrift des Weinmachers. Also die ganz einmalige Herkunft. Noble Hotels und Gourmet-Lokale gedeihen prächtig auf diesem Terroir. Und alle gehören sie der Niederberger Gruppe, einem Investor aus der Werbebranche, der das Potenzial des Städtchens für sich erkannt hatte. Auch das Weingut von Winning gehört Niederberger. Und hier hat sein Geschäftsführer Stefan Attmann, Quereinsteiger und Freidenker, radikal auf Neues gesetzt. Seine besten Weißweine reifen in Eichenfässern. Von Winning ist damit zu einer Marke geworden, bei Weinenthusiasten, Kritikern und Händlern. Heute geht es um gerade mal ein Fass. 600 Flaschen wird es von diesem Wein nur geben, der so, wie er ist, nur aus Deidesheim kommen kann. Deidesheim ist momentan mit Sicherheit in der Weinszene, auch durch die Kombination mit der tollen Gastronomie, die jetzt da in den letzten 3-4 Jahren entstanden ist, den Hotels, es ist wirklich ein echtes Highlight. Also das gibt es weder an der Mosel, in Rheinhessen gibt es gar nichts Vergleichbares. Bei uns in Franken ein bisschen. Aber was jetzt an Konzentration innerhalb von ein paar Kilometern hier stattfindet, ist schon bemerkenswert. Ich empfinde Deidesheim als extrem lebenswerter Ort zum Wohnen, zum Leben, zum Genießen, zum Wandern, zum Weintrinken. Sie können hier kein Wasserski fahren, es gibt keinen Eiffelturm, es gibt keine Nordsee wie in Sylt und es gibt auch kein Bordell, jedenfalls weiß ich nicht. Und durch den Niederberger, leider verstorben, hat es hier halt in 5 Jahren zu Gas gegeben. Und wer wird die 600 Flaschen bekommen? Das schmeckt wirklich wie Burgund. Gut. 300 Flaschen ihr, 300 wir, ja. Das ist die Bergschäl, da kennt sich. Der Ketschauer Hof gilt als das feinste Hotel hier und als erste Glanztat des Unternehmers Niederberger. Hier ist der Ursprung des neuen Deidesheim. Keine Bustouristen, nein. Junge, gut situierte Menschen, die fein essen, erlesen, trinken und sich amüsieren wollen. Genussgarantie nennt man das. Es gibt Kochfestivals und heute Abend ein 8-Gänge-Menü inklusive Comedy. Alles in heimischer Mundart. Über die Pfalz, wie sie mal war. Ehrengast und Gastgeberin Jana Niederberger, die junge Witwe des Firmengründers. Manche Leute sagen, dass der Wein im Schuppenglas sich mit mindestens 4 weiteren Trinker ihre Speichelrechte vermischt haben muss, dass es ein echter Pelzer Schuppe ist. Ja? So habe ich mir Pelzer de Cuvée erfunden. Hat sich inzwischen alles geändert. Alles geändert. Heute ist die Pfalz eine Genießerregion. Wenn ich die 2 Dummeglasbrüder aus der alten Wollstube losschraube, die von ihrer Eckbank, und dann neu hocke, die denken, die Aliens sind gelandet.
Aber für die Dubeglas-Brüder ist es auch nicht gebaut worden, sondern für die exquisite Schar ausgequälter Wochenendtouristen, die sich hier ergießen über die Weinstraße in ihren Wiesbadener SLKs, ihren Mannheimer Carreras, ihren Karlsruher Z4s. Alles voll. Der Parkplatz voll, die Wirtschaft voll, die Leute sind voll, alles ist voll. Das Einzige, was nicht voll ist, ist der Teller. Der Teller ist nicht voll. Warum ist der Teller nicht voll? Weil es gibt Tapas. Es gibt Tapas. Auf Pelzisch, Versucherle. Für einen Kabarettisten ist Deidesheim ein dankbares Studienobjekt. Es kommen wirklich von überall her die Leute. Ich fahre deswegen gern her. Ich meine, ich wohne jetzt nicht so weit weg, aber ich würde auch deswegen weitere Wege in Kauf nehmen, weil ich hier gut essen kann, weil ich hier guten Wein kriegen kann und weil ich hier sämtliche kabarettistische Recherchemöglichkeiten habe, die man sich nur vorstellen konnte. Es fängt bei der Ferraris an und hört bei den alten Pelzer auf, die an der Ecke stehen und nicht mehr begreifen können, was aus ihrem Ort war ist. Diese riesige Bandbreite ist in Deidesheim drin. Ich glaube, jemand, der das nicht weiß, der spürt es trotzdem. Eine Sternenacht für winophile Gourmets im Ketschauer Hof. Jeden Abend ein anderer Starkoch mit Wein von einem der drei Prädikatsweingüter aus der Niederberger Gruppe. Und immer scheint er, der das gewollt und bezahlt hat, unsichtbar da zu sein. Hier hat Herr Niederberger wesentlich dazu beigetragen, dass das Deidesheim quasi the capital of Pfalz ist. Ne? Ja. The Capital of Pfalz war Deidesheim aber schon viel früher. Helmut Kohl hatte es dazu gemacht. Er war der König von der Pfalz und von Deidesheim. Wie sieht's denn aus mit dem Termin für heute Mittag? Helmut Kohl war ja, bevor er Kanzler wurde, war er ja in Mainz Ministerpräsident. Und zu dieser Zeit war er bereits bei uns schon im Hause als Stammgast und er war ja immer doch sehr landschaftsbezogen, Helmut Kohl. Und er wollte natürlich auch das typisch Pfälzische, wollte er natürlich auch seinen Staatsgästen rüberbringen. Komm, neu bitte eine Tagessuppe, einmal Gurkensalat, Garnele, einen Saumagen-Carpaccio, zwei Lava, eine Mehl. Nicht nur mit dem berühmten Saumagen, auch mit anderen Feinschmeckermenüs hatte der Deidesheimer Hof die bodenständige Pfälzer Küche in die Gourmet-Liga befördert. Und als der Stammgast dann Bundeskanzler wurde, fing alles erst richtig an. Herr Dr. Kohl, nehmen Sie die Wahl an. Herr Präsident, ich nehme die Wahl an. Das ging über 16 Jahre. Der erste Staatsbesuch war der mit Maggie Thatcher. Das war also ein sehr unterkühlter Besuch. Da ging es in erster Linie ging es hier um die Raketenabrüstung. Und Kohl war da sehr im Clinch mit ihr, aber letztendlich hat er sich doch durchgesetzt. Chancellor Kohl has always told me of the lovely wine which is grown in this area and sometimes has given me some of it to sample. Für den Deidesheimer Wein gab es Komplimente von der Eisernen Lady. Den Pfälzer Saumagen erwähnte sie mit keinem Wort. Damals musste Margaret Thatcher musste den Saumagen damals zu sich nehmen. Und Margaret Thatcher hat das wohl gegessen, aber sie hat also weder negativ noch positiv hat sie sich darüber geäußert. Kohl hat das immer alles bestimmt. Hier hatte Kohl Hof gehalten mit seinen Staatsgästen und damit Aufmerksamkeit geschaffen für dieses Weinstädtchen in der ganzen Welt. Höher konnte es nicht mehr gehen. Das mit Helmut Kohl war damals genauso spannend wie die Entwicklung heute. Da kommen Weltpolitiker in einen kleinen Ort in der Pfalz, die sich in New York oder in Moskau oder in Paris treffen. Berlin gab es ja damals noch nicht. Darüber ging es ja. Es ging ja damals um die Wiedervereinigung um Berlin. Also hier wurde Weltpolitik gemacht. Ich glaube, dass so mancher
Punkt, warum Gorbatschow und auch andere, wenn man das hier macht, kriegt man die Leute rum. Also der Helmut Kohl war da sehr, sehr clever, dass er das hier gemacht hat. Und Heimspiel. Und nicht immer Hochhausbüro vor einem polierten Schreibtisch. Hier. Das, also, raffinierter geht's gar nicht mehr. Hier ist es nämlich schön. Ich komme mal privat vorbei. Bis dann, irgendwann, Helmut Kohl wirklich nur noch privat vorbeikam. Alle Herrlichkeit hat irgendwann ein Ende. Also hier, wo wir sitzen, das war der Stammplatz von Helmut Kohl. Die sehen Sie auch hier drüben. Da war er noch mit Hannelore Gast bei uns. Diese Aufnahme ist 3 Tage vor ihrem Selbstmord gemacht worden. An diesem Abend, ich habe sie ja selbst persönlich dann auch hier mit betreut, hat man ihr überhaupt nichts angemerkt, dass sie da irgendwelche Probleme hatte. Nach Kohl zeigte kein Politiker mehr Interesse an Deidesheim. Nur er selbst ist seiner Ecke treu geblieben. Er ist immer noch Gast, er kommt so alle 4 Wochen kommt er. Und dann bringt er also enge Freunde von sich, bringt er mit. Und so fiel das Städtchen in einen Dornröschenschlaf. Die ruhmreiche Tradition schien vergessen. Eine, die schon 2000 Jahre zurückreicht. Die Römer bringen sowas wie Wein, Rebe oder auch eine Art von Weinbau. Und dann kommen 1000 Jahre später die Mönche, die Zisterzienser, die sich mehr um Wein als um Bier gekümmert haben. Aus den Klöstern also kam die eigentliche Kunst des Weinmachens. Die Römer haben den Wein vielleicht an den Rhein gebracht, aber die Zisterzienser aus dem Burgund, die haben den Wein, wie wir ihn heute kennen, geformt. Offenbar war es manchen Kirchenfürsten unmöglich, sich ohne Wein geistlich zu vervollkommnen. Wie hier im Schlösschen des Bischofs. Ja, ursprünglich war es ja der Sommersitz vom Fürstbischof von Speyer, weil der es im Sommer nicht ausgehalten hat am Rhein und von den ganzen Moskitos schier verzehrt wurde, hatte der dann in Deidesheim seinen Sommersitz. Und darum herum haben sich zum einen die Kirchen angesiedelt und halt auch entsprechende Adlige. Gute Zeiten waren das für Deidesheim. Es überlebte die Bauernkriege, die Raubzüge und Plünderungen marodierender Söldner im Dreißigjährigen Krieg. Aber nicht die französischen Truppen des Königs Ludwig XIV. Mit der pfälzischen Erbfolge als Vorwand brannten sie alles nieder, sprengten sogar das Heidelberger Schloss. Auch Deidesheim brannte fast völlig aus, unter dem Kommando des Generals Melac, berüchtigt als der Mordbrenner. Wir waren ausgerottet sozusagen. Von meinem Heimatdorf habe ich gelesen, da gab es dann noch 30 Einwohner von ehemals 500 oder so. Und so ging es durch die ganze Pfalz. Denn da war Speyer war weg, Worms war weg, Mainz war weg. Die einzige Stadt, die noch stand, war Neustadt. Und da war man natürlich froh, wenn die Leute aus den Bergen in die Pfalz kamen. Und die haben sich ja relativ schnell angepasst. Auch hier, der Begründer des Weinguts kam aus Clüs in den Savoyen. Man hat die Art der Pfälzer ganz gerne übernommen. Auch den Akzent geht ganz schnell. Tatsächlich gab es danach so gut wie keine Deidesheimer, keine Pfälzer mehr. Nach 9 Jahren Zerstörung und Vertreibung durch die Franzosen. Aus der Schweiz, aus Lothringen, Holland und Tirol, von überall her kamen Einwanderer mit ihren Bräuchen, ihrer Religion und bauten die Pfalz wieder auf. Die Pfälzer Volksseele, ein Mythos. Fast jeder in Deidesheim hat eine Migrationsgeschichte. Die Vorfahren kamen aus Frankreich, das waren französische Hugenotten. Und der erste Biffard, das war Jean Biffard, der kam 1723 nach Deidesheim. Und das ist aller Biffards Ahnherr. Kaum ein großes Weingut, das nicht von Ausländern gegründet worden wäre, die dann zum Weinadel von Deidesheim wurden. Meine Familie kam praktisch nach dem Pfälzischen Erbfolgekrieg aus Holland als Bauunternehmer sozusagen. Heute würde man sagen, im Prinzip als Wiederaufbauer. Ja? Meine Vorfahren, die kamen ja aus Meran vor über 300 Jahren hier in die Pfalz. Und man ist schon sehr stark verwurzelt mit dieser Region. Sie sind gezielt hierher gekommen, das weiß ich. Also es war nicht irgendwie so, jetzt gehen wir mal
nach Deutschland oder in die Pfalz und machen da was, sind sie hierher gerufen worden letztendlich. Diese Menschen haben den Mythos von Deidesheim begründet. Und der Ketschauer Hof ist die Keimzelle davon. Heute ein schickes Boutique-Hotel. Früher der Stammsitz der Familie Jordan. Und Deidesheim begreifen heißt, die Geschichte der Jordans zu kennen, der einst wichtigsten Familie. 1711, vor 302 Jahren, kam ein Franzose in die Pfalz, um hier große Weine zu machen. Und dieses Tor führt zu einem der großen Weingüter, der Familie von Jordan. Gehe ich mal ganz schwer davon aus, dass es kein Zufall war. Damit ist vielleicht auch alles gesagt. Nun steigen wir hinunter in den Keller. Die erste Jahreszahl in einem Gewölbe. Das war ein genialer Mann. Das Jordanische Gut hat mir die teuersten Weine verkauft auf der Welt. Hinter Schloss und Riegel im sogenannten Museum lagern die ältesten Jahrgänge. Kellermeister Moosbacher zeigt uns einen 1811er Forster Ungeheuer. Eigenes Wachstum. Unser ältestes Etikett. 1803 ursprünglich. Wir nennen es 1811er, weil es eben den ältesten Wein im Keller ziert. 1811er Forster Ungeheuer, Kometenwein. Ein Wein, der bei Goethe im Haus getrunken wurde, zum anderen aber auch soll Bismarck gesagt haben, dieses Ungeheuer schmeckt mir ungeheuerlich. Was hier liegt, treibt Weinhistorikern, Kennern, Liebhabern die Tränen in die Augen. Kostbarkeiten aus den letzten zwei Jahrhunderten. Und jeder Jahrgang erzählt eine andere Geschichte. 1904 zum Beispiel, als der Papst zu seinem Geburtstag keinen Chateau Lafite oder Petrus bekam, sondern drei Flaschen Bassermann Jordan. Damals der teuerste und beste Wein der Welt. Korken werden undicht, Flaschen laufen aus. Und deshalb muss dieses Erbe gehegt und gepflegt werden. Eigentlich ein Ganzjahresjob bei den vielen tausend Flaschen. Wo ihre Hauptaufgabe doch der neue Wein in den Kellern nebenan ist. Trockenbeeren auslesen. Jesuitengarten 59, also das ist einer der größten Süßweine des 20. Jahrhunderts. Das sind ja genug Flaschen, das sind 24 drauf. Für internationale Weinauktionen in London oder Singapur werden sie fotografiert und katalogisiert. Wie große Kunstwerke eben. So sieht die aus. Was ist die wert? Da würde ich jetzt so einen Preis von 2.000 bis 3.000 Euro. Wird sie schon kosten. Für die Flasche? Ja, es gibt auch nur noch 6 Stück. Also sehr limitiert. Hier haben wir den 1811er. Es sind noch genau 10 Flaschen da. Also es ist der berühmte Kometenjahrgang. Man spricht ja immer davon, der Hallische Komet, wenn der auftaucht und dann gibt es die fantastischen Weinjahrgänge, hat sich auch bestätigt, 1811 und nochmal 1911. Grandiose Jahrgänge vom Weingut Jordan. Begründer des Qualitätsweinbaus in der Pfalz. Jahrgänge, die auch Deutschlands größter Humorist und Weinliebhaber kannte, Wilhelm Busch. Sein Verleger schickte ihm regelmäßig Wein von hier. Otto Bassermann hieß er, der Bruder von Emil, dem ersten Bassermann Jordan in Deidesheim. Wie flüssiges Gold wird der alte Wein behandelt. Und so schmeckt er meistens auch noch. Was fehlt, wird aufgefüllt mit der besten Auslese von heute. 6000 Flaschen aus über zwei Jahrhunderten. Und jeder Einzelne hat eine Geschichte. Sowas ist auch so teuer wie flüssiges Gold. Wenn das ein Sammler kaufen würde zu dem Flaschenpreis, zu dem wir die Einzelflaschen verkaufen, ist das vielleicht im zweistelligen Millionenbereich, wenn man diesen Preis erzielen könnte. Kaum etwas in Deidesheim erinnert heute noch an die Klischees von der Billigpfalz. Heute pilgert man hierher, wie zu den Chateaus in Bordeaux. Es gab eine andere Zeit. Da hat man den Wein anders getrunken. Das waren die Zeiten der Butterfahrte aus Nordrhein-Westfalen.
diesen dummen Reisebus die Wollstraße entlang getuckert, habe aus dem Fenster rausgeguckt und habe gesagt, schau mal da, da vorne wächst die Schorle. Dann sind sie ausgestiegen und haben einen Stuppäu gelegt im Weingut Mostschrauber. Dort sind sie begrüßt worden von einem rotbackischen, blauenesischen Kellermonster. Mit so einem gestreiften Kittel, wo man nicht genau gewusst hat, ist es jetzt ein original Pelzer Winzerkutt oder sein Schlafanzug-Oberteil, wo er mit seinem kugelsicheren Ronze drin stecken geblieben ist. Das ist ja das Tolle in Deidesheim. Du hast ja die Leute, die dieses alte Deidesheim wollen, diese alte Weinstube mit Deutsch-Rustikaleiche und... Oh, komm, saufen wir einer, trinken wir einer, schuppe Glas, Saumage, gefüllt mit was, scheißegal, und sei's Tofu. Die können das haben, da verteilt überall. Und die Leute, die halt ein bisschen mehr so das Gehobene, sagen wir mal, das Niveau suchen, die finden das eben hier. Da gehen sie woanders hin, haben eine andere Küche. Und das Tolle ist, was man eigentlich nicht meinen sollte, so ein kleiner Ort wie Deidesheim hat für alle Platz und trotzdem hat jedes Restaurant irgendwie sein Auskommen. Nur 20 Kilometer weiter, eine andere Welt. Lambrecht mitten im Pfälzerwald, weit weg vom Glanz der Weinstadt Deidesheim und doch verbindet beide ein alter Brauch. Traditionelle Geißbockversteigerung im pfälzischen Weinort Deidesheim. Alljährlich am Pfingstdienstag, jetzt zum 560. Male, hat die Stadt Lambrecht für Weiderecht im Deidesheimer Stadtwald dieses Entgelt zu liefern. Nämlich einen prächtigen Geißbock. Und das nun seit dem Jahre 1404. Er muss gut gehörnt und gut gebeutelt sein, also brauchbar für die Zucht. Und deshalb stehen morgens um 5:30 auch schon die Überbringer bereit. Ich begrüße natürlich ganz besonders unser jüngst getrautes Lambrecht, der Brautpaar. Also für eine Hochzeitsnacht oder nach einer Hochzeitsnacht sehen sie noch recht fit aus. Aber sie sagen, sie haben nicht so viel geschlafen, weil es so heiß war. Aber das Wetter war heiß, ja. Ein Volksfest für Hunderte von Wanderern ist es geworden, die das Brautpaar und den Bock begleiten wollen. Nur dass der ab Stadtgrenze gar nicht mehr mitlaufen darf. 20 Kilometer seien zu viel, sagt der Tierschutz. Der Bock hätte es nicht durchgehalten. Die Schulen werden gleich gewechselt. Ja. Über 3 Stunden bestgelaunte Mitwanderer muss die tapfere Braut jetzt aushalten. Und sich dabei wohl auch die immer gleichen Pfälzer Lieblingswitze anhören. Abmarsch bereit. Da war einer auf der Geißbockversteigerung und hat den Bock gesteigert. Wie er nach Hause gekommen ist, hat er zu einer Frau gesagt, wir haben den Bock gesteigert. Und dann sagt sie, ja, wo stellen wir denn hin? Dann sagt er, ins Schlafzimmer. Und dann sagt sie, ja, unter Gestank. Dann hat sie gesagt, der Bock soll sich dran gewöhnen. Der Pfälzerwald. Er bedeckt gut 1/3 der ganzen Pfalz und ist eines der größten zusammenhängenden Waldgebiete Europas. 15 Kilometer läuft die Delegation nun von Lambrecht nach Deidesheim, wo der Reichtum der Weinstraße beginnt, mit den Schlössern und Weingütern, den Hotels und prächtigen Gasthäusern. Natürlich ist dieser alte Brauch auch ein Symbol für die Überlegenheit der reichen Weinkultur gegenüber den armen Schaf- und Ziegenhirten aus dem Wald. Aber heute ist es vor allem Folklore und Spektakel für jene, die noch das Ursprüngliche an der Pfalz suchen. Die alten Traditionen, die Kultur des Volkes, also das Brauchtum. Es ist wieder in, genau wie die junge Frau auf Dirndl tragen wieder. Ja. Es ist einfach wieder in, ein Brauchtum. Nicht so verstaubt, sondern immer ein bisschen modern gestaltet. Hat wieder einen tollen Hintergrund. Das Weingut Kimmich heißt heute Lambrechter Hof. Dort gibt es ein kleines Vesper für die Wanderer. Das ist dann gar nicht Deluxe an einem Place to be. Das ist ganz einfach die Pfalz, Gott erhalt's. Es ist ein Erlebnis, morgens um 5:30 von Lambrecht durch den Wald nach Deidesheim zu laufen. Das kann man auch nicht beschreiben. Das muss man einfach mal mitmachen. Und dann kriegt man hier Käsebrot, kriegt ein Glas Wein. Die Leute sind begeistert. Die kommen gerne in den Hof. Und abends kommt die Versteigerung, die ja dann der Höhepunkt dieses Geißbockfestes ist. Und Einheimische wie Fremde, die feiern das sehr gerne.
Jetzt ist auch das junge Ehepaar ganz auf der Höhe. Denn der Brauch will es, dass das jüngste Lamprechter Ehepaar den Tributbock in Deidesheim abliefert. Feste wie dieses oder die Weinkerve zeigen, dass Deidesheim vielleicht ja the capital of Pfalz ist, aber genauso auch ein Städtchen, das sich freut über seine Tradition und diese mit Hingabe pflegt. Schlag 17.45 Uhr geht es los. 700, 1000 Mark. Über 7000 Menschen boten bei der viertelstündigen Versteigerung lustig mit. 1900 sind hier geboten, 1900 stehen hier. 2000, 1900, ja! 1900, ein Bad, ein Mann, ein Bad. 2200 Euro sind hier, und jetzt wird's spannend. 2200 sind hier, 2200 zum Ersten. Den Bock zu steigern ist immer noch eine Prestige- und Ehrensache. Letztes Gebot, 1370 Mark. Jetzt kann er getrost seinen Siegerkranz auffressen. Und vielleicht wird der diesjährige gut gehörnte und gebeutelte ja auch wieder das Maskottchen des ersten FC Köln. Der hatte schon mal hier zugeschlagen. Die großartigen Weinlagen der Hart, ein genussfreudiges Publikum, die liebliche Landschaft und ein bodenständiges Geschichtsbewusstsein. All das ist natürlich auch attraktiv für Investoren, die versuchen, in diesem gewachsenen Weinort Fuß zu fassen. Einer ist schon lange da und hatte einen weiten Weg. Toyohiro Tokuoka, einer der größten Getränkehändler von Japan und neuer Besitzer des Weinguts Biffa. In den 80er Jahren hatte er sich in diese Gegend verliebt. Am Anfang wusste er nicht, ob das hier richtig ist, aber mit der Zeit er war immer sicherer geworden, dass Deidesheim so ein schöner Ort ist und als Basis von seinem Geschäft in Japan möchte er hier immer wieder zurückkommen. Einen japanischen Meisterkoch haben sie nach Deidesheim geholt. Und sie sind beseelt von ihrer Mission, die japanische Esskultur mit den Pfälzer Weinen zu verbinden. In ihrem Weingut gibt es jetzt also ein japanisches Menü mit Pfälzer Wein- und Sektbegleitung. Und der Patriarch stellt das alles selbst zusammen, mit seiner Tochter Fumiko. Die Tokuokas sind in Deidesheim lange bekannt. Sie wecken keine Ängste mehr bei den Einheimischen. So gemütlich ist es schon eine ganze Weile nicht mehr, seit Wein als Big Business entdeckt wurde, nicht nur in Bordeaux. Das große Geld drängt auch hierher. Und die Erben von Weingütern wie Kimmich oder Sieben sorgen sich vor einem Verlust von Familientradition. Sicherlich, das Großkapital kommt, das will letztendlich das Geld sicher anlegen. Meine Motivation letztendlich, ich bekomme auch die Angebote, keine Frage. Meine Motivation ist letztendlich, dass ich sozusagen der 10.7. bin, seit 1711. Und mir der Beruf Spaß macht. Ich denke im Leben nicht dran, das Weingut irgendwie zu verkaufen oder irgendwie. Man bietet es mir an, ja. Als kleines Weingut kann man heute gar nicht, fast nicht mehr existieren mit 10 oder 12 Hektar. Nicht? Und da muss man, es sei denn, man macht wirklich alles selbst. Man steht im Keller für das Kellerbuch und macht den Verkauf, das Marketing, den Vertrieb, alles. Ja. Dann ist es vielleicht noch für eine Familie darstellbar. Nicht? Die Biffas haben ihr Weingut deshalb verkaufen müssen. Zu viele Erben, die ausgezahlt werden wollten. Behalten haben die beiden die berühmte Candir-Manufaktur, die einzige noch in Deutschland. Mit Früchten hier aus der Pfalz. Konfiserie vom Feinsten, alles von Hand. Sie sind die vierte Generation und hoffen, dass sie durchhalten können. Heute ist es so, dass eben Investoren kommen, die so viel Geld mitbringen, dass die Ortsansässigen, außer sie haben jetzt einen großen Lottogewinn, das wahrscheinlich nie erreichen können. Und insofern driftet das Ganze doch ziemlich auseinander. Ein Firmenvideo des Investors Achim Niederberger, der zum neuen König von Deidesheim wurde. Sein Vermögen hat er in der Werbebranche gemacht. Mit Bandenwerbung in Sportstadien fing es an.
Und irgendwann ließ ihn die Idee nicht mehr los, was man aus diesem Städtchen alles machen kann. Er war verliebt in das Projekt. Und er war verliebt in Deidesheim. Und Achim war ein sehr geerdeter, sehr, sehr kluger Mann. Aber nicht besessen. Eine Naturbegabung, erzählt man sich. Schon als Bub nach der Schule habe er am Marktstand seiner Eltern mehr verkauft als alle anderen. Das Wichtigste ist, dass wir erfolgreich sind und natürlich, dass es Spaß macht. Allen unseren Mitarbeitern. Als er den Ketschauer Hof kaufte, den Stammsitz der Jordan-Dynastie, hatte man sich noch gewundert, ihn belächelt. Doch dann wurde ihm Bassermann Jordan angetragen, eines von drei berühmten Weingütern, die aus dem jordanischen Besitz hervorgegangen sind. War das sein Traum, die drei Traditionsweingüter wieder zu vereinen? Ich glaube nicht, dass er einen Masterplan hatte. 2002 Bassermann gekauft. Da konnte niemand wissen, dass 2005 er die Chance haben würde, Reichsrat von Buhl zu kaufen. Das Weingut war ja verpachtet seit 1989 an einen japanischen Geschäftsmann. Nämlich an Tokuoka San, den Unternehmer aus Osaka, der vor 26 Jahren das Weingut Buhl von dem damaligen Besitzer, dem Freiherrn Enoch von Guttenberg, gepachtet hatte. In einer Zeit, da der deutsche Wein ein miserables Image hatte, besonders im Ausland. Völlig am Boden war das einst so berühmte Weingut damals, sollte stillgelegt werden. Dann brachte es der Japaner wieder hoch, in der Hoffnung, es eines Tages kaufen zu können. Vergeblich. Als ich kam, war das Dach undicht, die Technik im Keller völlig unbrauchbar. Wir hatten keine Kunden mehr. Und meine Mitarbeiter haben sogar Geister gesehen. Ich habe sehr viel Geld investiert, viel verloren und nur weitergemacht, weil ich so jung war und den Erfolg wollte. Ja, es ist nicht gerecht. Aber ich danke allen für die Erfahrungen, die ich machen konnte. Und sicher, da hat die Familie Tokuoka definitiv Aufbauarbeit geleistet und eben auch den Namen Buhl überhaupt wieder in die Welt gebracht. Ja, die haben über sehr viele Jahre dieses Gut auch unter Schmerzen vorangebracht. Und er war eben davon ausgegangen, dass er das dann auch kaufen kann. Und als das nicht so war, das war dann schon ein großer Schock, eine große Enttäuschung. Mit Niederbergers Kauf dieser Villa im benachbarten Neustadt, ein Hektar Weinberg inklusive, hatte alles angefangen. Die Auflage, den Weinberg auch zu bewirtschaften, wurde zur Passion. Er holte sich Hans-Günther Schwarz, legendärer Weinmacher und einer der Väter des Pfälzer Weinwunders heute. Aus Achim Niederberger wurde der neue König von Deidesheim. Er hat sich sicherlich nicht gewünscht, diese drei Weingüter zu besitzen, sondern ihm wurde damals Bassermann Jordan zum Kauf angeboten, weil man das jemandem geben wollte, dem man zugetraut hat, so ein denkmalgeschütztes, altehrwürdiges Weingut im gesunden Fahrwasser weiter zu betreiben. So was kann sich ja auch zu Ramsch entwickeln. Das ist ja hier weder Ballermann noch Drosselgasse. Das ist ja hier wirklich ein sehr ursprünglicher Ort. Und ich glaube, er hat bewiesen, mit Bassermann und dann mit Buhle, mit uns, dass er es sehr ernst meint. Da war dann garantiert der Plan da, ich mache die Wiedervereinigung. Also das glaube ich schon, dass das dann auch wirklich gekitzelt hat. Dass man gesagt hat, oh, da habe ich eine einmalige Chance weltweit. Das heißt, binnen 5 Jahren wurde er zum größten privaten Weinbergsbesitzer in Deidesheim sowieso, aber auch einer der größten privaten in Deutschland. Dieses Kunstwerk ließ Achim Niederberger noch aufstellen. Es zeigt die drei Häuser nach über 150 Jahren Teilung. Grandios, das ist ein geschichtsträchtiger Augenblick gewesen, ne? Als das letzte Weingut da ins Eigentum überging von Achim Niederberger. Er hat die jordanische Teilung rückgängig gemacht. Und man müsste dem Achim Niederberger in Deidesheim ein Denkmal setzen. Ein Denkmal hat er sich selbst gesetzt. Im Familiengrab derer von Buhl, deren Linie 1921 erlosch. Vielleicht hat er nicht genug an die Dankbarkeit der Deidesheimer geglaubt. Doch die wissen mittlerweile, was sie an ihm haben. Ein Jahr lang wusste er, dass er bald sterben muss.
und behielt es für sich. Das ist eigentlich eine traurige Flasche. Die ist extrem wertvoll. Und die hat der Achim mit mir getrunken. Und hat nichts gesagt dabei. Ich wusste eigentlich, es ist ein Abschiedsgeschenk. Ja. Ja. Ich wusste, dass er krank ist. Und als er den aufgemacht hat, das war ein Dankeschön, es war ein Abschiedsgeschenk. Ja. Heute führt seine Witwe Jana Niederberger die Geschäfte fort. Die drei Weingüter aus der jordanischen Dynastie, die jetzt ihr gehören, dürfen nie wieder verkauft werden. Dafür hat Achim Niederberger noch gesorgt. Und auch der Pfälzer Comedian, selbst ein Weinverliebter, kommt zu Ehren. Er bekommt einen eigenen Chaco-Wein vom Weingut Bassermann Jordan. Wir sollten doch beim Chaco-Wein auf Literflaschen gehen. Mindestens eher auf Magnums. Okay, ich merke, ihr habt meine Botschaft verstanden. Dann war der Abend ja erfolgreich. Oder jetzt schon betonen müssen, es ist kein Schollertube gemeint, sondern der Woi-Tube. Das Leben geht weiter. Und Deidesheim bleibt Deidesheim. Vor allem zur Kerwezeit. Was früher Kirchweih war, ist heute das größte Volksfest im Städtchen, wo sie alle hingehen. Die Jungen, die Alten, die Reichen, die Schönen und all die anderen. Der Saumagen ist der Hit an den Fressbuden, auch wenn Maggie Thatcher das nie kapiert hat. Und die Kerwebube halten alte demokratische Bräuche hoch und zeigen, wie man in einem Weinland zum echten Mann wird. The Capital of Pfalz? Warum nicht? Wenn Sie heute Abend über die Kerwe laufen, werden Sie sehen, dass ganz viele Einheimische da sind. Und wir haben zwar ein paar deluxe Schuppen, sage ich mal, oder Hotels, Restaurants, aber es gibt genauso noch die gutbürgerliche Küche und die Wirtschaft, wo sich unter der Woche oder am Wochenende alles trifft, von jung bis alt. Das Aufnahmeritual für den jüngsten Kerwebu. Ein Riesenrömer auf Ex. Soeben ist er vom Jüngling zum Mann geworden. Immer mehr gewinnt Gott Bacchus die Oberhand über die Weinkerwe, wird sie dionysisch. Das war die Zeit, da war die Pfalz die Abfüllstation. Die Abfüllstation für all die Leute, die eigentlich lieber Bier trinken. Aber hier in der Pfalz auch mal exotisch sind, auch mal ganz offen sind für andere Drogenerfahrungen. Warum wir nach Deidesheim gehen? Weil es einfach eine total schnucklige Altstadt gibt hier. Und wir stehen einfach auf diese ganze Geschichte hier mit Geschichte und drumherum. Dementsprechend war dann auch die Poesie, die mit dieser Drogenerfahrung verbunden war, sehr, sehr avantgardistisch. Mit solchen experimentellen Gedichten wie »Eher soll die Welt verderben, als verdorsten Pilser sterben«. Jetzt mal ganz ehrlich, ich bin zum ersten Mal in Deidesheim und ich find's so atemberaubend. Ist echt schön, das ist ganz gemütlich, die Leute sind total nett. Total nett, total schön. So wirkt der Zauber des Dionysos, des Gottes der Ekstase. Er macht, dass irgendwann alle nach Massachusetts wollen. Er ist es, der in ihnen allen tanzt. Er lässt sie glauben, Massachusetts sei the capital of Pfalz. Und wer immer das war, der mit dem Traubenklau im Herrgottsacker. Heute Nacht wird er keine mehr stehlen. Nicht in Massachusetts und schon gar nicht in Deidesheim.